Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Maywald und heute geht es um mein Lieblingsthema, um meinen besten Freund forever, um das Unbewusste. Im vorigen Video ging es ums Gehirn und unsere Wahrnehmung dessen, was rund um uns ist. Und mit diesem Video kommen wir jetzt zu unserem innersten Selbst, zu unserem Unbewussten. Was ist das Unbewusste, beziehungsweise lass es dir mal auf die Zunge zergehen. Wiederholung vom vorigen Video, mehr als 95% unseres Sein ist uns nicht bewusst. Nur nicht mal 5% unseres Seins ist uns bewusst. Und wenn du das jetzt nicht glaubst, dass das stimmen kann, dann beobachte dich mal. Einfach nur mal für 5 Minuten, beobachte ganz genau, was dein Körper macht. Du atmest automatisch, du bewegst deine Finger, deine Zehen, deine Füße, alle Muskeln, alle Gelenke. Dein Körper funktioniert einfach. Und zwar unbewusst. Bei einem halbwegs gesunden Menschen funktioniert das alles automatisch und unbewusst. Und allein das Atmen. Für mich ist das Atmen so faszinierend, solange man jetzt keine Probleme hat mit Atmung, wenn man keinen Schnupfen hat oder irgendwas Tragischeres, dann atmet man einfach. Aber hast du dir schon mal überlegt, was alles notwendig ist, damit du atmen kannst, was da alles in deinem Körper abläuft, und zwar automatisch? Du musst dich nicht konzentrieren auf, wie atme ich jetzt, sondern du atmest ganz einfach. Und wenn jetzt irgendwelche Entspannungstechniken oder Übungen oder Trance oder Hypnose, da was immer, funktioniert oftmals durch, dass du den Atem beobachtest. Nur das, was ich meine, ist ja noch viel tiefer gehend, viel tiefgreifender. Nämlich überleg dir mal, was alles dazu nötig ist, damit du atmen kannst. Was müssen deine Lungen machen? Was müssen deine Muskeln machen? Deine Haut machen? Denn alles. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, aber schau mal, was brauchst du einfach auch alles nur, um atmen zu können? Lass es mit allen anderen Beispielen auch machen. Also, wie gehe ich? Kleine Kinder können noch nicht gehen. Das heißt, das lernt man irgendwann. Nur ab einem Zeitpunkt wird es dann automatisch und du gehst einfach. Also das Unbewusste ist ganz viel. Und zwar auf der einen Seite ist es eben Autopilot, dass alle lebensnotwendigen körperlichen Abläufe automatisch gesteuert werden. Und dann gibt es da eben Dinge, die uns irgendwann einmal gelernt wurden. Also einerseits in der Schule, andererseits im Elternhaus oder in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Und auch diese ganzen Konditionierungen und Prägungen laufen auf Autopilot. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen, was da alles in uns drinnen funktioniert und läuft und eventuell auch behindert und einschränkt, und zu erkennen, das sind Dinge, die wir einfach irgendwann gelernt oder übernommen oder was auch immer haben. Und auch die emotionalen Befindlichkeiten laufen großteils auf Autopilot. Das heißt, wenn du in deiner Kindheit gelernt hast, dass du nicht weinen darfst, oder dass Indianer kennt keinen Schmerz, ist jetzt so ein typisches Beispiel, was mir einfällt. Das wird automatisiert und irgendwann gestattest du es dir nicht mehr, zum Beispiel zu weinen oder Schmerz zuzulassen. Du verdrängst Dinge, was auf Dauer dann nicht gesund ist. Das heißt, diese Autopilot-Geschichten sind überlebensnotwendig, was das Körperliche betrifft. Aber was jetzt diese psychischen Belastungen, die du mitschleppst seit Kindheit betrifft, wäre es gut, das immer wieder zu hinterfragen. Also das eine ist Autopilot und das zweite sind die Filter. Das heißt, alles, was wir gehört, gesehen, gefühlt, geschmeckt, gerochen haben, bis in unserem bisherigen Leben, das macht unseren Status quo aus.
Und durch diese Filter schauen wir auch auf alles, was noch kommt. Und auch diese Filter können wir natürlich verändern. Passt, hätten wir drei Farbfilter auf dem Bild. Das heißt, du kannst jetzt die rosa-rote Brille aufsetzen und alles schwarz sehen, was ja auch so Sprichwörter sind. Und du kannst beschließen, dass du deine schwarze Brille auf rosa-rot umfärbst oder umgekehrt. Aber laufen tut alles, was wir bisher erlebt haben, vorab mal eben auf Autopilot. Und dieser Autopilot kreiert auch unsere Filter, mit denen wir auf die Welt schauen. Und mit denen wir auf alles schauen, was uns begegnet. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel nennen, und zwar Fahrradfahren oder Autofahren. Erinnere dich zurück, als du Fahrradfahren lerntest. Oder eben Autofahren oder was auch immer. Das heißt, als kleines Kind bist du mit den Eltern mitgefahren, war dir aber relativ egal, ob du selbst Auto fahren kannst oder nicht. Also du wusstest auch nicht einmal, dass du es nicht kannst. Es war kein Thema. Als Jugendlicher wurde dir dann möglicherweise bewusst, dass du es nicht kannst und dass du es vielleicht irgendwann gern können würdest. Und dann hast du es gelernt. Dann bist du in eine Fahrschule gegangen oder irgendjemand hat dir die Stützräder vom Fahrrad abgeschraubt oder was auch immer. Du hast gelernt, Fahrrad zu fahren oder Auto zu fahren oder was auch immer. Und nach einiger Praxis hast du nicht mehr daran gedacht, die normalen Dinge zu tun. Also beim Auto Gas geben, bremsen, in den Rückspiegel schauen und, und. Also es wird automatisiert. Und worum es hier geht, ist die Kompetenz. Es gibt vier Stufen auf dem Weg zur Entwicklung oder auch auf dem Weg des Lernens. Und zwar ist das die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, als kleines Kind weißt du nicht mal, dass du es nicht kannst. Dann wird es dir bewusst, dass du das nicht kannst. Das ist die bewusste Inkompetenz. Und dann lernst du es. Dann hast du die bewusste Kompetenz. Das heißt, das ist jetzt das. Ich lerne es jetzt und ich kann es jetzt. Und irgendwann machst du die Dinge automatisch, weil sie zu deiner unbewussten Kompetenz geworden sind. Und sobald du solch einen Zyklus durchlaufen hast, beginnt der nächste. Du lernst Zeit deines Lebens. Also als halbwegs normaler, vernünftiger Mensch wirst du Zeit deines Lebens immer wieder in diesen Kreislauf reinschlittern, in diesen Zyklus reinschlittern, dass du drauf kommst, das kann ich noch nicht. Das will ich lernen und dann lernst du es und irgendwann brauchst du nicht mehr daran denken, bewusst, wie es funktioniert, sondern es wandert wieder in die unbewusste Kompetenz. Das hat das Ganze jetzt mit den Dingen zu tun, die ich gerade vorher gesagt habe, mit Autopilot und Filter. Ganz einfach. Möglicherweise warst du bis jetzt in der unbewussten Inkompetenz gar nicht daran zu denken, dass unser Unbewusstes einerseits über 95% unseres Seins ausmacht und andererseits eben diese Autopilotfunktion hat und diese Filter, mit denen du auf dein Leben schaust. Und möglicherweise ist es jetzt an der Zeit, mal wirklich in die bewusste Inkompetenz zu gehen und sagen, okay, möglicherweise ist da noch mehr, was ich lernen möchte. Und dazu wird es in den nächsten Wochen noch einige Videos geben, damit du auch in die bewusste Kompetenz kommst, damit du wirklich auch mit deinem Unbewussten arbeiten kannst, wirklich eben diese bewusste Kommunikation mit deinem Unbewussten perfektionierst, bis es dann auch in eine unbewusste Kompetenz übergeht. Weil dann hast du wirklich alle Voraussetzungen, dass du dein Leben so erschaffen und neu erfinden kannst, wie du es wirklich möchtest. Solange du in den vorderen Stufen dieser Entwicklung herumkrebst, ist es nicht diese Automatik. Das heißt, alles, was du verändern willst, sollte in diese Autopilot- und Filterfunktion übergehen. Und zwar so, dass du nicht mehr daran denken musst. Und das ist jetzt eben auch dieses Ziel von meinem Workshop Magic Moments. Das heißt, du wirst hier jetzt auf meinem YouTube-Kanal noch einige Anregungen bekommen in den nächsten Wochen.
Und dann schauen wir mal, was wir gemeinsam noch alles so zustande bringen. Auf jeden Fall mal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und abonniere auch meinen Kanal, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. In dem Sinne, ciao, baba, bis demnächst.